Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier bei Graveyard Keeper. So, ich habe mal wieder etwas nebenbei gemacht und war gerade kurz verwirrt, weil ich nicht weiß, was ich jetzt machen sollte. Aber ich glaube, es wird mal Zeit, oben wieder zum Steinbruch zu gehen. Denn dort haben wir ein paar Sachen, um die man sich kümmern kann. Kümmern sollte, was auch immer. Die Blumen packe ich mal oben hin. Genauso wie den Torf. Könnte mal eigentlich mal wieder jemand spenden kommen, aber die wollen halt alle nicht. So, zack, zack. Kann man damit schon mal was bauen? Nö. Okay, machen wir einfach Stein. Und den Stein kümmere ich mich jetzt. So, apropos kümmern. Den Picknickkorb tue ich auch mal hier rein. Dann kann ich mir den. Geil. Ich glaube, wir haben lang genug gewartet. Ja, ein paar Eisenbarren haben wir jetzt. Und Stahlbarren sollen es sein. Ja, komm. Ich meine, wenn du schon dabei bist, dann mach fette Ladung. Komm. So, das heißt, wir können noch nichts machen. Weil ich noch keine Spitzhacke habe. Und die Eisenstücke habe ich auch nicht. Und die, oh. Planung. Ich sag's ja immer wieder, Planung. Aber die besitze ich nicht, deswegen. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Ja. Bleibt mir halt jetzt gerade nichts anderes über, außer nach Hause zu laufen. Ja. So. Kann ich jetzt zumindest ein paar Stickies aus dem Wald klauen. Einfach mitgehen lassen. So, das sollte auch reichen. Ach, die Mauer habe ich immer noch nicht kaputt gemacht, ne? Ah, Mann. Ja. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach hier nach oben. Pack die Stickies in die Truhe. Mann. Warte, bis mein wunderschöner Teleportationsstein wieder aufgeladen ist. Gehe dann nochmal fein zurück. Und ich muss noch Eisenbarren drüben haben, ne? Ich nutze die Zeit dann doch vielleicht mal. Ja, ohne Spitzhacke kann man wohl nicht arbeiten, nicht mal so behaupten. Wenn ich schon mal hier bin, dann ganz ehrlich, komm. Schreib dir auf, was du hierfür brauchst. 10 davon, 4 davon, 7 davon. So, ich hoffe. Nö. Gut, jeweils 2, das heißt 1, 2, 3, 4. Ich brauche 8 von denen hier. Und dann geht die Post ab. So, könnte ich hier machen, aber ich habe keine Eisenbahn mehr, weil ich die gerade alle da drin hab. Gut. Blam, blam, blam. Pause. So, was brauche ich nochmal? So. Die kriege ich mit. Die habe ich gerade noch so hier. Die auch noch. Und die kann ich dann auch so mitnehmen. Brauche aber noch ein paar hiervon. Oh Gott. Wofür habe ich jetzt die 8 gebraucht? Für die Werkzeuge.
hätte es beinahe vergessen, bevor ich mir das gerade wieder aufgeschrieben habe. Ja, nichts Neues, ne? Aber ich brauche noch davon welche. Habe ich natürlich nicht genug. So. Und wenn ich schon mal hier bin, das zufälligerweise wieder Nacht ist, kann ich ja mein Glück wieder oben bei den wunderschönen Honigfeldern, die üppig vor sich hin wachsen, versuchen mal eine Biene zu stibitzen. Geil. So, ich habe glaube ich noch nie zwei Bienen auf einmal bekommen. Also jetzt hier, so bei den Bäumen. Egal, Honig brauche ich ja sowieso. So. Hier hast du deinen Honig. Hier hast du den. Ich schmeiß den mal hier mit rein. 5. So viele fehlen halt nicht mehr. Habe ich eigentlich eine neue Leiche bekommen? Nö. Gut, gut. So und so und so. Och, wollte ich gar nicht. So. Wenn wir schon dabei sind, ist der Stall wieder fertig? Nö. Nö, ist er nicht. Gut. Was ist das für eine... Oho. Den kann ich studieren und den auch. Wenn ich schon mal dabei bin. Ich meine, komm. Ich setze das ja wieder drauf, ne? Aber... Das heißt, den habe ich auch noch nicht studiert. Das heißt dann auch wiederum, den hier habe ich nicht studiert. Geil. So. Geil. Den dann wahrscheinlich aber auch nicht. Steinende Umrandung 2. Welche? Huh. Okay. Ich brauche blaue Punkte, ja. So, hier habe ich nichts gebraucht. Das Schöne ist, ich habe es noch nicht ganz vergessen, ja. Es gab... Was war das? Der Traubenkuchen? Hat es gebracht, dass wir mehr Punkte bekommen. Und den würde ich dann doch gerne ausprobieren. Du bekommst mehr Punkte, wenn du neue Gegenstände studierst. Das hört sich zumindest mal nach einem Plan an, ja. So. Habe ich denn genug Wissenschaftspunkte? Bestimmt, ne? So. Steht das da, wie viel ich bekommen würde? Nö. Will ich auch gar nicht. So, ham, ham, ham. Joa, rein da. 22. Das hat sich zumindest... Das lohnt sich. Geile Sache. So. Oh, ist das geil. Nö, ich habe keine Wissenschaftspunkte mehr. Oh nein. Ich
bin aufgeschmissen. Was mache ich denn da? Ein bisschen mehr Papier. Das mache ich. Ich hätte nicht so viel Papier machen sollen. Oder Lederhaut. Schweinslederhaut. Komm schon. Meine Zeit läuft ab. Beeil dich mal ein bisschen, ja? Nimm mal ein bisschen Rücksicht auf andere. Kann doch nicht sein. Zum Glück habe ich nicht alle Fledermausflügel verarbeitet. Das wäre mir auf den Sack gegangen. So. Habe ich jetzt keinen Platz im Inventar? Willst du mich verarschen? Das ist ja geil gemacht. Diese Organisation ist halt echt geil. Ich freue mich jedes Mal. Mann. So. Weg damit, weg damit. Wo ich die auch immer herbekommen habe. Oh. So, mir egal, alles rein, so schnell studieren, bevor die Zeit abläuft. Verdammt. Oh. Und die anderen Sachen sind mir jetzt so in dem Sinne so ein bisschen egal. Die blauen Punkte machen es halt. So, den kam nämlich dann gleich alles mit. Und habe dann doch etwas mehr, um Marmor zu lernen. Ganz ehrlich, dann springe ich einfach. Ich habe nicht genug rote Punkte. Ist schon mal schön. 4 und 5. 3 und. Tja. Also Marmor ist dann. Geiler, oder? Gut, was bringt mir denn rote Punkte? Ich habe nur einen mitgenommen, ne? Boah, das ist nicht schlecht. Kann man nochmal machen und dann. Habe ich ja auch schon fast genug, ne? 200, glaube ich. 250. Ja, ich. Ja, keine Ahnung. Und später mal. Kann ja ein bisschen arbeiten und dann kriege ich ja. Ist aber die Frage, dann lohnt sich das doch jetzt für mich gar nicht mehr die Sachen wieder reinzuquetschen, oder kriege ich dafür Punkte? Punkte dafür? Ein, ja. Besser als nichts. Wenn ich das mal so in den Raum werfen darf. Egal. Kommt die vorübergehend einfach mal rein. Und dann ein wenig später kommen dann Marmor. Oh, Steine und Eisen bricht. Ich singe jetzt nicht weiter. Ich möchte euch nicht die Ohren voll bluten. Was auch immer. So, dann ist das zumindest wieder schön auf 69. So wie man das gerne hat. Ich habe da jetzt keinen Bock wieder runterzulaufen. Den Rest brauche ich noch. Hoffe ich. Steine muss ich trotzdem knüppeln gleich. Tja. So, war der Esel da? Ja, war er. Natürlich. Überhören kann man ihn ja nicht, aber ich vergesse es gerne mal. Jetzt noch das Blut raus und dann ist das eine echt geile Leiche. Geile Sache. Habe ich noch Platz? Nö, habe ich nicht. Ich kann auch gerade kein Loch buddeln.
Weil ich keine Schaufel dabei habe. All meine Schaufel weg. Dann. Meine Schaufel wirklich kaputt? Ja, ist sie. Weißt du was, jetzt nur wegen dieser Leiche, oder? Nee. Komm. Boom. Steinbruch. Es ist eilig, ja? Es geht um Leben und Tod. So, dann kann ich zumindest mal eine Schaufel machen. So. Boom. Dann habe ich eine Schaufel. So, und geh erstmal pennen. So, haha, guten Morgen. So. Das kann dann hier hin. Spitzhacke wäre zumindest mal geil. So. Ja. Guck mal, wie schnell die auch sauer weggeht dabei. Ist schon fast ungeheuerlich. Ich habe natürlich eine Zehe mitgenommen. Bin aber auch so ein Deppel. Egal. Dann kann ich noch die Axt machen. Bum, bum, bum. Und den Eisenhammer auch noch oder auch nicht. Habe ich denn noch? Egal. So. Dann. Gut, ich brauche nur noch 6 davon. So, komplett neues Werkzeug ist auch am Start. So, nee, so und ja, der ist da sowieso schon drinne. Kann ich schon, ja, kann ich. Zu Hause. Dann gehe ich durch den Keller. Ich glaube, das ist zumindest ein Ticken schneller. Siehst du, was man nicht alles für einen VIP-Kunden auf dem Friedhof machen muss. Oder freiwillig macht, weil sie ja doch schon ein wenig mehr bringen. 82. Ich hoffe, der ist jetzt nicht mehr. Ich hoffe, er ist noch frisch. Also frisch genug. Oh, Totengräber. 10 Leichen begraben. Das gefällt mir gar nicht. Wir haben jetzt zu lange gebraucht und die Leiche ist ein wenig. Ich glaube. Du bist eine Scheißleiche geworden. Es ist so ein. So eine Leiche, ja. Hätte es ein wenig aushalten müssen. Dann wärst du auf der guten Seite des Friedhofs gelandet, aber wenn du nicht willst, ja, wenn du wirklich nicht willst, dann kommst du halt einfach auf die Scheißseite. Das ist alles. Ich meine, an sich ist dir noch gut, ne, aber ich würde nur 4 Schädel dort rausbekommen und das ist halt. Nee. Muss echt nicht sein. Okay. Ich kann noch mal hier in den Keller. Ah, weißt du, da hat man sich so eine Mühe gegeben, ja. Und dann schmeißt man die Leiche dann im Prinzip doch wieder in den Mülleimer. Es ist traurig, ja. Es ist wirklich traurig. Dass heutzutage, dass man mit Leichen so umgehen muss. Es ist so sad. So. Zack, zack. Ich wollte hiervon noch ein paar mehr mitnehmen. Ich hoffe, das reicht jetzt. Müsste aber eigentlich. Ja,
Was mache ich mit den alten Werkzeugen? Kann ich die irgendwie verkaufen oder so? Ah, zwei Eisenhammer. Muss ich mal gucken, was ich mit denen mache. Die Axt kann ich zumindest noch mal, oder? Ich guck da mal nach beim Schmied, ob er die kauft. Und dann schaue ich mal, ob es einen Unterschied macht, ob die kaputt sind oder nicht. Dann hab ich eine neue Leiche. Schon wieder. War ich jetzt so mit mir selber beschäftigt und mit dem VIP-Gast, dass ich den Esel gar nicht mehr gehört habe. Also da muss ich dann doch mal ein bisschen mehr drauf aufpassen. Falls es mal doch eine gute Leiche sein sollte. Dass wir uns nicht den Stress wie gerade eben machen müssen. Aber das passt schon. So, zack, hier drauf, anzünden, weg mit dir. Ja, da rein. So, dann heißt es wieder mal ein wenig Inventarmanagement. So, zack, hier rein, dann haben wir wieder 5. Das ist schön, das mache ich beim nächsten Mal, wenn ich in den Kerker gehe. Und dann teleportiere ich mich zum Steinbruch. Und wir haben Nebel, okay. Was wollte ich? Genau, ich wollte hier unseren Marmorplatz mal machen. Nicht genug Ausdauer. Es ist... Tada! Weiteres Achievement, Marmor. Ein Marmorsteinbruch vorbereitet. Marmor ist besser als Stein. Also dem stimme ich zu. Ich brauche Holzkeile, um... Okay. Okay. Ich sag da nichts zu. Ich sag einfach nur okay und lass das mal so stehen. So, ich brauche dann trotzdem noch... Stein? Nee, brauche ich gar nicht. Ich brauche erstmal eine Mütze voll Schlaf. So, ich gepennt. So, ja, was ihr macht, weiß ich nicht, aber die Folge ist vorbei. Also, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und habt einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.